Westernfahrer Kapitel 7 mit einem Dodge Charger SRT. Die Stadt hält wohl nicht allzu viel von Cinema Verité. Kann ihn nicht ganz auseinanderhalten. Eine Genehmigung holen sollen. Aber, naja, ich habe ihm nichts davon erzählt, dass du und Joel das alles geregelt habt. Also kümmern wir uns wieder um das Filmprojekt, ja? Fahr mit diesem Schlitten zum südlichen Autobahntunnel. Dodge Charger. Die Stunt Crew ist schon vor Ort. Sieht aber auch cool aus. Und der Reifen hätte er mal aufziehen sollen. Aber sonst keines Ding. Schmeckt. Das Ding hat auf jeden Fall Power. In 400 Metern rechts abbiegen. Naja, bin dabei. Rechts abbiegen. Ah, guck mal. Hüften, das geht mit dem auf jeden Fall. Ding hört sich aber auch böse an, ey. 400 Metern links abbiegen. Kein Problem, und die Musik passt mal wieder. Oh, Links abbiegen. Alter, was ist denn jetzt los heute? Das war ja mal fast perfekte Drifts, möchte ich mal meinen. Und natürlich wird davon wieder kein Abzug, ne? Schade, dass es keine Wiederholung gibt, ey. Das wäre so geil. Dass man halt das nochmal ansehen kann und dann davon nochmal vielleicht Fotos machen könnte. Oder die Wiederholung abspeichern, damit man das, damit man das in auf dem Desktop nochmal ansehen könnte oder so. Wäre schon nicht schlecht. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ich sehe gerade nicht den. Egal, ist schon richtig. Bei nächster Gelegenheit wenden. Noch wenn ich muss. Ich wollte gerade sagen. Erinnern wir. Das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Ja, okay. Die Crew hat rund um die Uhr am Set gearbeitet. Mhm. Aber du schaffst das schon. Ja, klar. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, Mann, alles klar. Weißt du noch, als ich was von Computern erzählt habe? Vergiss das wieder. Wir haben mehrere Barrikaden, hat er doch Tunnel gar nicht. Und Sprünge. Ja. Lass dich nicht ablenken. Aber uns geht's ja nur um echte Fahrerei. Ja, dann wollen wir mal gucken. Na dann, Szene 79a. Ein bisschen driften. Barrikadenzerstörung. Action! Ja, Mann. Deine Strecke ist sicher, aber tu so, als wäre sie gefährlich, okay? Lass das Heck ein bisschen ausbrechen. Ja, das war schon mal nicht so schön. Sag mir doch, dass eine Rampe ist, Mann. Nee, das geht so nicht, das ist so. Das machen wir mal anders, und zwar, ja, komm. Das war doch nicht schlecht. Bei der Brücke ist eine Rampe. Spring drüber. Fahr durch den Schrott auf der anderen Seite. Seh dir mal diesen Himmel an. Rot, ja, okay. Im Tunnel steht viel großes Zeug rum. Folge der Route und drifte ein bisschen, aber pass auf. Oh. Da steht nämlich auch überall großes Zeug. Jetzt unter der letzten Barrikade durch und den Sprung nicht versauen. Mit ein bisschen driften. Allein wegen deiner Stunts werden die Leute ihn schon sehen. Ja, war vielleicht schon dann da, ne? Vielleicht setzen die Produzenten ja gerade darauf. Mag sein. Das vorher war besser. Die Hinfahrt.
Naja, es geht besser. Und nächstes? Nächstes Kapitel. Ja, natürlich. Mal zwei schöne Stuntrunden hier. Dein Name schlägt in der Branche wohl hohe Wellen. Ich habe deine Highlights weitergegeben. Mhm. Jetzt will man uns beide für Autowerbung engagieren. Autowerbung. Hast du schon mal Werbung gemacht? Ist sehr Klar. lukrativ, aber kann langweilig werden. Und deshalb peppen wir das Ganze auf. Wart's ab. Du wirst Augen machen. Mit Explosion und Würstchen und Geschrei. Und wow. Set, dann zeige ich dir alles. Mag den Mini zwar nicht, aber für Rally. Boah, so ein Nebel ist auch gerade geil. So, machen wir auf der falschen Seite, Junge. In 400 Metern links abbiegen. Ja, eine gute Straßenlage. Links abbiegen. Wow. Man lässt sich echt erstaunlich gut lenken. Und fahren. Nicht schlecht. Man hält eben nie aus. Ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich sich... dass er sich wirklich so gut fährt. Aber ja... das nennt man Vorführeffekt, ne? In 400 Metern links abbiegen. Wo schickt... hä? Wo schickst du dich lang, Alter? Nö. Na weiter, Alter, aber was soll das denn bitte? Bei nächster Gelegenheit wenden. Es steht ja nur, ich soll da hin. Route wird neu berechnet. Ich muss vorher abbiegen. Wenn man hier eben lang und da so. In 200 Metern links abbiegen. Bin da, bin da. Etwa am Baum. Den habe ich jetzt nicht. Rechts abbiegen. Jetzt schön da reinspringen. 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja, wieso? Bin da, alles gut. Okay, alles ist bereit. Das Wetter ist gut. Dann wollen wir mal. Na denn. Also, das wird ein Spot über ein alltagstaugliches Stadtauto. Das Übliche, geringer Spritverbrauch, leicht zu parken. Alles schön und gut, aber kannst du auch auf einem Frachtcontainer parken? Bitte was? Keine Sorge, die Idee kommt gut an. Wird sie zumindest, wenn ich den Verantwortlichen davon erzähle und ihnen die Aufnahmen zeige. Auf geht's! Für was? Okay, Werbespot Container klettern, erste Klappe. Action! Das war schon mal. Ich darf natürlich. Alter. Das ist aber doof, dass man das hier nicht machen kann, ja, weil. Willst du mich verarschen, Alter? Zieht einfach sowas von zur Seite. Boah, Alter. Nicht sogar schon mal als Werbung. Perfekt, nee, das mach ich nochmal, Alter, ganz wir. Ehrlich. Wenn der Spot keine alltagstauglichen Stadtautos verkauft, dann weiß ich auch nicht. Nee, das mach ich nochmal, Alter, ganz ehrlich. Das geht ja wohl. Da, hier, komm. Aber so nicht. Das war ja wohl mal Drecks, war das. Okay, ja, Werbespot Container klettern, erste Klappe. Action! Ja.
bleib doch! Willst du mich verarschen? Das nehmen wir. Wenn der Spot keine alltagstauglichen Standortes verkauft, dann weiß ich auch nicht. Ja gut, okay, aber na, was war das denn bitte? Das Ding bleibt einfach nicht stehen. Nee. Wir haben es geschafft. Dann wollen wir mal nicht meckern, ne? Yeah! Wheelspin freigeschaltet. Und ein super Wheelspin. Wow. Naja, ist eigentlich gut. Och komm schon, ernsthaft. Als solche mit einem gewöhnlich karierten Hemd, Alter. Naja, egal. Ich will mich nicht beschweren. Ein, zwei Nummer noch und dann denke ich mal, wenn ich wir. Ich brauche wieder Szenen für den Frankie Beaumont-Streifen. Hey, ich darf mein Auto fahren. Ja, geil. Sind jetzt fast alle Fahrtszenen geschrieben. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie so viele haben können, wie Sie wollen, weil wir ja dich hier haben. Na klar. Die Route führt südlich am Lake District vorbei. Bei der Szene fahren wir wohl quer übers Gelände. Dann das soll ich mir mein Auto. Ja, danke, klar, weil. Stunt Crew und Stunt Fahrzeug sind schon vor Ort. Wir sehen uns dort. Aber ich darf jetzt mal mein Auto fahren, ey. So, wie gesagt, das Super Weed Spin würde ich noch gerne freischalten und beziehungsweise, weil er sagte, dass fast alle Szenen abgedreht sind, die fertig machen und dann meine ganzen Weed Spins mal abarbeiten. Das sind nämlich auch wieder irgendwas mit 20, vielleicht 30. Also auf jeden Fall genug. Jetzt brauchen wir da ein bisschen Geld, beziehungsweise vielleicht Fahrzeuge kriegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Oh, ja, schön, bin da. Ein bisschen weiter. Rechts abbiegen. Warum soll ich mit dem aufs Schotter fahren, Alter? Ach ja, ich vergaß. Das Auto ist ja schon da, das Standauto. Ja, ja, komm, komm, komm. Ja, links abbiegen. Und geradeaus. Ja, die Straße, Junge. Mädchen, du fährst echt. Jetzt wirst du gerade 18 geworden. Ja, war zu schnell. Ja, schon mal der Papa, die hat mal Ketchup und Nepfer, der hat den Besen her. Ja. Na, siehst du, das war doch schon besser. Ist ja auch gar nichts vorgefallen. In 400 Metern scharf links abbiegen. Komm schon! So, was, welches Auto treffen wir denn fahren? Sehr schön. Ich verstehe, warum man hier drehen will. Ja? Ich dachte, hier soll so einen scheiß Spoiler ran. Du weißt schon, wunderschöne Landschaft und berauschende Musik. Und die Strecke entlang Derwentwater ist schön, aber. Du fährst den hier. Oh Mann, bei dieser ganzen Power und Dynamik werde ich gleich emotional. Geht's dir nicht bitte genauso? Was? Das sieht aus, ich. Na los. Ich kann ja nicht mal was sehen bei dem Spoiler! Geschwindigkeitsfahrt! Action! Da vorne wird's ungemütlich. Fahr abseits der Straße, wenn's sein muss. Alter, bei dem Spoiler kann man fast nichts sehen. Was ist denn das für eine Kacke, Mann? Ganz ehrlich, wer baute was? Der könnte erschlagen, wer das baut. Aerodynamik in allen Ehren, aber Alter.
So leicht wie die Karre ist. So nicht langsam schlecht, wie die. Aber du schaffst das bestimmt noch besser. So langsam wie die Karre eigentlich ist. Und leicht und. In 400 Metern. Da ist so ein Spoiler doch echt übertrieben, oder? Ja, schon ja. Aber gut fahren tut sie sich, das muss man mal zugeben. Ist ja auch ein Rallye-Fahrzeug. Ja, da guck mal, ich kann die Straße kaum sehen hier. Davon musst du springen. Ich will alle vier Reifen in der Luft sehen. Alter, lass mich erstmal ankommen, Mensch. Alter, alle vier Reifen sind in der Luft gewesen. Endlich, Alter, wenigstens kann ich jetzt was sehen. Alter. Ich bin doch dabei! Aber pass auf die Bäume auf. Alter, ich bin doch dabei, Mann! Ja, die Hühner da weg, Alter! In 400 Metern rechts abbiegen. Nur noch ein bisschen mehr Wuckelpiste, dann war's das. Alles vielleicht klar. Soll das eine Metapher für die Filmfiguren sein, was weiß ich. 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Ja, schön. Absolut genial. Das soll der Frankie Beaumont mal nachmachen. Die sollten den Film über dich drehen. Na, wenigstens. Ah, 3 Sterne. Ganz ehrlich, guck dir mal die Front der Bauern. Das ist was. Entschuldigung, aber das ist ein Mutant. Ein hässlicher Mutant. Der sich aber gut fährt. Und es kommt aber letztlich darauf an, auf die inneren Werte. Och, komm schon! Also, ich glaube, mal einen noch und dann. Und dann haben wir das Super Spin. Wheel. Super Wheel Spin. Oder ne? In Ordnung, das ist Aston Martin. Letzter Auftritt als Stuntman von Frankie Beaumont. Der Höhepunkt des Films, an dem wir schon seit Monaten arbeiten. Oh, super, okay, passt ja dann. Natürlich nur, wenn die sich kein neues Ende einfallen lassen. Aber egal, wir geben bei der Szene alles, wirklich alles. Bist du dabei? Kommt bestimmt dann nochmal irgendwie ein Update, dass es mehr davon gibt. Der neue... Die Stunt-Crew hat am alten Flughafen alles aufgebaut. Fahr mit dem Stuntfahrzeug hin, aber du weißt ja, keine Kratzer. Ja, weil es da auch da steht. Sei, du kannst mich mal. Keine Kratzer. 200. Ja. Ja, komm. Oh, da ist es. Ja, kannst du hier stecken. In 400 Metern links abbiegen. Das ist jetzt ein Offroader. Ja, der klar, wir müssen sowieso über die Brücke. Links abbiegen. Ja. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, sieht schon schön aus, aber die Farbe gefällt mir. Die Lackierung ist sehr gut gelungen. Aufpassen, Rehe. Aber wo geht's hier nochmal lang? Irgendwo ist heute die Ziele. Ja? Da. Müssen wir jetzt mal wiederfinden hier. Es sieht hier wirklich, also. Ja, vielleicht kann ich das hin.
Entschuldigung. Ja, toll, da komme ich nicht lang. Ah, da geht das. Ja. Du? Mit den Schaden zurücksetzen. Oh, guckt euch das an. Alter. Das ist doch ein geiles Foto. Ja, schöner DB9. Keine Ahnung, DB11? Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, und es ist natürlich Abend geworden. Und komm. Ja. Und nochmal bitte. Trecker, gute Idee. Dankeschön. Oh. Was? Ja, okay. Komm schon. 700, 600, 100, 400, 300, 200, 100, und läuft schon. Jetzt laufen nur noch die allerletzten Vorbereitungen. Okay, den wollen wir mal. Es gibt drei Sprünge, die durch Waggons getrennt sind. Du musst dich an die Route halten und jeden davon schnell und hart nehmen. Du bist jetzt immerhin ein professioneller Stuntfahrer. Schnell und hart nehmen. Hey, ich weiß nicht mehr, ob du den Guten oder den Bösen spielst oder worum es in dem Film geht. Ich weiß nur, dass es eine Freude ist, dir beim Fahren zuzusehen. Du kleiner Charmeur, du. Na gut. Halt und Beinbruch. Szene 99A, Schienen-Showdown. Auf dem Asphalt bleiben, okay. Geradeaus die erste Rampe runter. Laut Drehbuch. Ja, wen juckt schon das Drehbuch? In 400 Metern scharf links abbiegen. Ah, der Wagen hat zu wenig Leistung. Ich kann mit dem nicht mit den Griffen. Scharf links abbiegen. Oh, ja, bin dabei. Jetzt kannst du aber Gas geben, ne? Willst du mich verarschen? Kacke Auto, ey. Das ist ein Auto, was ich mir nicht holen werde. Oh, das ist doch ein Witz. Ja, Alter, wenn ich... Also das Auto liegt mir nicht. Man bekommt zwar manchmal gute 15, aber so an sich... Jede Landung, die du überlebst, ist eine gute Landung. In 400 Metern rechts abbiegen. Alter, warum hat sie nicht runtergeschaltet? Nächste Kurve. Wenn du über die Wiesen fahren willst, dann mach. Aber mach schnell. In 100 Metern rechts abbiegen. Garage. Letzter Sprung. Das ist der große. Niedrig oder hoch? Du entscheidest. Niedrig, weil bringt sowieso nichts. Okay. Dass ich das mal sage. Ein Stern, ich hätte selbst nicht besser hingekriegt. Danke. Egal, ob du mir das... ich habe mit den Produzenten gesprochen. Hättest du Lust auf ein bisschen Schauspielunterricht? Die arbeiten wohl deutlich lieber mit dir als mit Frankie Beaumont. Ja, das ist ja klar, kein Problem. Ja. Also, ja. Wenn wir das Tanz hinkriegen, dann kriegen wir das auch noch hin. Guck mal, wie es bin. Jawohl. Super Wheel Spin! Dodge. Muss ich nicht haben. Kann man sich auch selbst kaufen, kostet ja nicht so viel. Jawohl! Ja, der Ford GT! Ja, wie Fute! Das ist mal ein verdammt geiler Wheel Spin!
Sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Du hast Mike anscheinend beeindruckt. Und Mike ist nicht leicht zu beeindrucken. Ich sag dir Bescheid, wenn er nochmal nach dir fragt. Das Kapitel wieder egal, komm. Ich möchte jetzt erstmal. Wo konnte man denn das noch machen? Da, hier. Guck mal. 20 Drehungen hatte ich. Wie letztes Mal. Dann machen wir jetzt mal alle durch. Zahnsleid. Sehr gut, das freut mich. Ich finde es geil, der ja endlich den GT, Alter. Der ist so sauteuer. Ein knalliger Kobold. Und der ist episch. Ja, nee, ist klar. Was ist unsere Haarfarbe? 2005er Monero VXR-X. Der VXR Foxhole. Foxhole ist, meine ich, Opel. Essen halt nur da anders. Komm, jetzt mal was Gutes hier. Ja, ja. Sehr schön, danke. Das kann ich brauchen. Je mehr, umso besser. Und noch was. Und noch so Glückstreffer. Fahrradklingel. Oh, kann man mal machen, wenn man so einen Käfer mal aufrüstet vielleicht. Das hätte schon was unter einer Fahrradklingel als Hupe. Habe ich mal jetzt übersehen. Geht besser, ne? Okay, ja, schönes Auto, aber... Naja, vielleicht können wir ja irgendwas draus machen. Mal. Ja, gut, den würde ich vielleicht sogar anziehen. Der ist schön sommerlich, der passt hier, alles gut. Machen wir weiter. 10 haben wir noch. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Leck mich doch. Wir machen was Gutes jetzt hier, mal was richtig wieder zum was reinhaut. Leckucker, ja geil. Okay, das ist schon mal cool. Blau, keine Ahnung, selten oder so, ist mir auch egal. Ah ja, ja, ist okay. Ja, bin kein TT-Fan, aber man ja verkaufen. Geld, ja, natürlich, natürlich. Ich krieg dieses beschissene Hemd, ey. Schön. Ein Mercury-Raum hätte ich auch gern genommen. Yachthupe, okay. Ah, gut. Ist okay. Ja, den Muster hätte ich auch genommen, aber 150.000 ist auch nicht schlecht. Und zwei noch der und noch ein anderer. Doch, das ist auch nicht schlecht. Das gefällt mir. Hm. Was Gutes. Ein Cotsworth. Ein Cotsworth habe ich halt da. Ach nein. Dann lassen wir das mal jetzt so stehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob ich dann tune. Auf jeden Fall denke ich mal, werde ich mal ein neues Auto haben. Ich denke mal, den Ford GT, den würde ich gerne mal ausprobieren. Entweder tune ich den dann oder gucken wir mal, ne? Bis dann, danke fürs Zuschauen und macht's gut.